Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Battleground Commentary. Ja, was gibt's Neues? Ja, auf erneutem Wunsch eines Zuschauers mag ich mich entsprechend gewünscht wurde T6 mit Sulfurast, die Erloschene Hand. Die Erloschene Hand, genau, weil das andere, das Original kann man ja nicht morgen. Ne, das kann man nicht morgen, das ist ein legendäres Item, geht leider nicht. Ist natürlich von der Farbe her ein Ticken anders, ist auch kleiner und hat diesen Leuchteffekt oder diesen, ja, okay, da ist jetzt die Verzauberung drüber, aber es hat noch so. Also, keine Ahnung. Raucheffekt, Smoke-Effekt irgendwie oder so. Feuermäßig, orange, dunkel. Und der ist auf dem Original, glaube ich, so in der Art nicht da oder nur dezent. Das ist ja die Version aus Cataclysm, 85er, Level 85er Item. Und da ist das halt ein bisschen aufgebuddert. Finde ich persönlich schöner. Also vor allem detaillierter. Es ist ein bisschen größer auch. Und mächtiger, sage ich mal. Aber natürlich der Klassiker ist halt ein Klassiker. Ne? Das ist halt so. Das ist wie mit Original. Die Originale sind meistens besser. Wobei es auch sehr gute Cover gibt. Ne? Also, sollte man jetzt nicht unbedingt so unterschätzen. Wobei jedem liegt das so. Geschmackssache. Ich persönlich bin halt immer. Mir persönlich gefallen. Meistens die Originale besser, beziehungsweise es ist halt das Original. Aber gut, das ist ja ein Thema für sich. Da kann sich die Welt drüber streiten. Und von daher, ja, lassen wir das einfach mal so stehen. Wie vielleicht eben gehört wurde, oder vielleicht wenn man das letzte Video schon gesehen hat, dann weiß man auch, dass der gute Drowny sich eine Tastatur vor geraumer Zeit hat zugelegt. Und das ist eine mechanische, allerdings eine ziemlich leise, das heißt, die wird man hören, aber vielleicht nicht so hören, wie man es von einer mechanischen gewohnt ist. Also, ja, sollte das nicht weiter stören. Nur als Hinweis, falls ihr das ein Klackern hört und die Leute, die das nicht kennen, ja, die gibt es auch, nicht wundern, das ist dann eher die Tastatur. Wobei in WoW wäre das, Moment, Mikro mal gerade ein bisschen hochgesetzt. In WoW sollte das eigentlich so weniger der Fall sein. Ja, jetzt habe ich das eigentlich schon vergessen, geändert hat sich so hier nichts. Der Krempel hier bleibt alles gleich. Damit fahre ich eigentlich soweit am besten. Bin am flexibelsten und kann auch meine Mitspieler... Oh, ordentlich genug. Yeah, ein Tank-Pally. Das ist toll. Jetzt kriegst du nämlich... Ja. Was machen wir denn da jetzt? Gehen wir auf den Priest hier. Der hat einen Stun. Kriegt der Wings ab. Oder haben sie gerade schon etwas von unseren Leuten getötet? Der hat jetzt einen Inline. Damage auf alle. Zack, da geht er down. Wo ist dann... Das kriege ich wenigstens Target. Da ist der Hunter. Nimm mal doch den da. Der steht doch so neben uns. Kommt, der Properly will es unbedingt. Er hat geschrien, weil er der Meinung ist, er kann jetzt toll was machen. Keiner mag einen Pally, Oh Gott, das ist so doof. Sterb doch einfach. Keiner mag Tanks im PvP. So wie sie jetzt sind. Als Supporter später kein Thema. Ist natürlich eine Schade, dass in Legion die klassischen Hybridklassen ihre Supportfähigkeiten zu einem Großteil, also zu mindestens 50% verlieren. Teilweise sogar noch mehr. Aber bei 50% ist, kommt gleich im Schnitt hin. Dafür bekommen Tanks 100% mehr. Und aktuell machen sie auch noch Schaden ohne Ende und sterben einfach nicht. So, dich haben wir mal geheilt. Du kriegst einen Stun, dann heilen wir dich mal hoch. Mach ruhig Schaden. Wall bei mir ist ab. Scheiße, muss ich mit Insi raus. Keiner mag die Eule, weil sie nämlich dumm designt ist. Sorry. Da muss ich immer drauf rumreiten. Der Blizzard in der Hinsicht einfach scheiße ist. Den kriegen wir jetzt nicht mehr. Schade. Ich hätte ihn so gerne umgedrückt, um zu zeigen, dass er eine beschissene Spezialisierung gewählt hat. So als Strafe. Ja, ich bin überhaupt nicht gut drauf zu sprechen. Tut mir leid. Nie persönlich gemeint. Kenne keinen, der. Ich kenne die Person hinten dran nicht. Entsprechend urteile ich nicht drüber. Also wie gesagt, nie persönlich gegen den Spieler gerichtet, sondern immer gegen die Spezialisierung oder die Klasse, je nachdem, was mir gerade gegen den Strich geht. Nicht ernst nehmen. Außer es ist wirklich was Ernstes. Aber das ist der Monk zum Beispiel. Der weiß genau, dass das gerade richtig, so gemeint war, dass wir ihn töten. Das ist nämlich vollkommen verstanden. Er kann das verstehen, er würde das nämlich auch so machen. Den Mage da... Nein, der nicht. Da ist der Pally wieder.
Gut, natürlich, weil wir ihn hassen, töten wir ihn. Daneben nicht. Töten wir den Mage, wenn er rauskommt. Und zwar jetzt. Okay, ein bisschen Verzögerung. Das war ein Skill-Deck meinerseits. Da kann ich auch nichts für. was machen wir hier eigentlich? Wir haben zwei Stützpunkte. Ah, den haben... Kein Kommentar. Ja, okay. Hof 2 plus. Hunter ist tot, gell? Ja. Ja, man hat halt immer die drei Stützpunkte, aber... Das ist nur der eine. Wir sind denn da vier Stück? Ja, du bleibst hier. Warum bin ich denn jetzt schon wieder langsam? Ah, Eule, du kannst sterben, das weißt du. Das ist nur Wolken. Bam, haben wir ihn hochgeheilt. Ach, scheiße. War ich zu langsam oder zu schnell? Im Kicken. Ah, Freeze Stun. Nein, jetzt sterbe ich. Ja. Klar, das wird ganz einfach das gewesen sein. Jo, Execute 113. War doch sonst. Jetzt vorne nochmal ein tödlicher Stoß, ja klar. Wenn dann richtig, ne? Ach, die beiden müssen wir halten. So, dann, was macht der? Dem geht's gut. Mr. Worry, dem geht's auch. Oh, ein Prot Worry. Ja, Tanks sind immer so eine Sache. Wir könnten dich inlinen und jetzt stunnen. Und wir töten. Ah, jetzt bin ich zu doof und dann lauf dagegen. Wieso bin ich jetzt hier verlangsamt? Komm her, mir. Oh, Feigling. Wieso werde ich denn hier ständig verlangsamt? Ach, diese scheiß Kugel. Ey, wie viel Meter Reichweite hat die denn? 400? Wahrscheinlich zu viel. Edge hat sich... Nee, hat sich nicht ganz aus dem Staub gemacht. Da wird nämlich verfolgt. Ich würde ja gerne mal hier so ein paar Leuten richtig auf die 12 geben. Richtig auf die 12, so wie sie es verdient haben. Also manche, nicht alle. Dem geht es noch gut da oben. Immer mal Fokus, damit man das auch sehen. Wobei ich eh nicht hingucke. Ist denn da was? Priest hat seinen Stun. Da ist der Rogue. Machen wir einen Stun drüber für den Priest. First Blood. Wahrscheinlich gleich 4, aber das macht uns nichts aus. Wir können ihn nämlich trotzdem töten inline und ja, jetzt müssen wir halt hier den nachbuffen. Double kill. Oh, der hat Ink da oben. Einmal. Na? Warum lässt er sich von einem Priest beirbeln? Oh, hier ist Ink. Dann geh ich. Müssen wir mal hier hingehen. Mal den mal raus. Wall is up. Oh, kriegt einen Stun, mit ihm sie raus und gib ihm. Kriegen die, Freund. Du stirbst. Ja, weil ich bock. Oh nein, 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 nein. Yes. Rampage. Nerv nicht. Tschüss, Schurke. Dominating. Double kill. Na, das wollte ich gar nicht auf mich machen. Ich hatte ihn noch im Target. Er ist aber schnell out of combat gekommen. Tja, müssen wir jetzt hoch. Müssen wir Mage verfolgen, ne? Da ist safe. War gut, dass wir hingegangen sind. Hallo Mage, da ist irgendwas Sinnloses vor. Tja, hast nichts bekommen. Ah, oh, weil ich es nämlich vorher weggeklickt habe. Mach dich nur oben, mach dich nur oben. Du bist so toll, Mage. Ich stand dich jetzt. Manche Magier sind so berechenbar. Komm, Block. Ah, in den Frost und jetzt stirbst du. Unstoppable. Du bist der nächste Kandidat. Zack, 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 zack.
godlike. Double kill. Geht doch. Aber dem Majors war klar, dass der das so macht. Das war ganz klar. Also entsprechend blinkt und wenn man Freedom benutzt, um ranzukommen und dann halt ein, zwei Sekunden später dann es wegklickt oder halt per Makro wegmacht, dann klaut der Mage es halt nicht und denkt sich so, fuck, wieso bin ich immer noch geslowt? So ungefähr. Und nicht anders. Nee, wirklich, also manchmal muss man wirklich so agieren. Jetzt erstmal ein Stun. Du bist der Protpaliger. Töten wir dich mal. Ja, der wird wahrscheinlich jetzt viel AE. Müssen wir mal gucken. Ja, der hat hier rumgeballert, aber tötet niemanden. Oh, das Ink. Oh, gehen wir gleich wieder hoch. Oh, oh. Taste härter drücken. Ach, Spastkörper. Godlike. Turbo is real. Ah ne, es war kein Turbo. Ja, aber das ist... Ah, kapier ich nicht. Wie der Krieger so schnell hochgezogen wurde vom Shami. Das ist ein Milichemi, kann Ele. Ele kann das, glaube ich. Schön, Leute. Schön. Jetzt haben wir das Hoch wieder verloren. Haben wir Vorsprung? Ja, 260 Punkte. Ein wenig Vorsprung. Ein wenig. So, da ist nix. Da ist nix. Gebufft hab ich. Stört euch das eigentlich, wenn ich hin und wieder im, hin und wieder, jetzt fange ich ja schon an, stört euch das eigentlich, wenn ich hin und wieder im Dialekt spreche, rede? Sollte eigentlich ja soweit verständlich sein. Wäre mal interessant zu wissen, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Geht zwar nicht davon aus, dass es ein Problem für irgendjemanden sein sollte, aber wenn es da Leute geben sollte, die wirklich Schwierigkeiten haben, mich zu verstehen, dann werde ich natürlich versuchen, soweit immer Hochdeutsch zu sprechen. Das ist für mich übrigens kein Problem. Es ist nicht so, dass ich mich da auch 100% nicht konzentrieren muss. Aber es gibt ja genug Leute, die können das wirklich nicht. Die müssen sich da hoch konzentrieren, dass sie da komplett im Hochdeutsch reden. Natürlich. Ein Stück Spacko. Wer will mir denn da alles ans Leder? Der Hunter, glaube ich, gell? Was tun wir denn mal? Ja, und töten ihn. Komm her, Rogue. Ist der nächste. Noch einer. Ah, Mage. Ich sollte die Enter-Taste loslaufen. Kriegen wir nicht. Nein. Dafür ist die Reichweite zu kurz. Ah, ja. Hof-Pally mal wieder. Der Prot-Pally macht doch nur da den Schaden. Gegen mehrere Ziele. Oh, Hunter, komm her. Ob man dich da killen kann. Glaubst du nicht im Ernst, dass ich da vor dich laufe? Und tschüss. Schade, jetzt hätte ich den Kick gewollt. Oh. Komm noch ein Mage dazu, oder? Der Pally ist... Der nervt eigentlich nur, ne? Der heilt aber trotzdem unglaublich viel. Oh, nicht wirklich. Tja. Tja, auf Mädels. Ruf, ruf. Oh, Pally, ich versuch's gar nicht erst. Problem ist, der Silence bringt dir nur bedingt was, weil ich dir trotzdem ins Gesicht drücke. Auf Dauer. Ah, nerv. Er spielt auch noch schlecht, weil wir schön tappen können. Oh Mann. Ist jetzt eigentlich hier irgendwie zu viel? Ja, natürlich.
Komm, lauf. VC, lauf. Nein, du bist doch echt nicht so bescheuert. Such den Kampf, obwohl er fast tot ist und wirklich keine Chance hat. Ist da immer noch Ink? Ist da Ink? Oh, da ist Ink. Oh, da ist Ink. Scheiße. Noch haben wir 200 Punkte Vorsprung. Aber das wird nicht mehr lange halten. Jetzt haben wir nämlich die dritte Base. Extrem lang geht das nicht mehr gut. Dann jetzt, gut, 2-2 würden wir packen. Aber wenn die jetzt den dritten Spot haben. Schmiede. Was haben sie gleich? Möchte ich hin? Sind Schmiede pushen oder irgendwo anders? Jetzt gehen wir Schmiede. Komm, hier kriegst du einen Stun. Inline. Ich habe ja gar keine Wings. Hier Stun. Das muss sterben. Jetzt können wir den noch heilen. Opferung. Bob. Ey, kannst du nicht heilen. Ist erstmal ein Stop. Und gehen wir in den Hunter. Okay, gut, das sollte man dann packen. Ein Mädchen. Mädchen. Sinnland Frost kann sich blocken und stirbst dann. Ich doch. Selber noch nicht getappt. Ey, das ist unglaublich. Unglaublich. Tappen wir mal. Versuchen wir es zumindest. Puh! Stück Scheiße, jetzt aber. Wenn jetzt nichts dazwischen kommt. Oh, fuck you all. NC, Alter, NC. NC. Oh, guck dir diese tollen Krieger an. Guck sie dir an. Wie sie es drauf haben. Dann kann ich auch. Okay, wir haben trotzdem gewonnen. Ah, oh, der möchte gern Pali. Jetzt hat er Bubble an. Möchte gerne. Ah, Gott. Also, möchte gerne DD, sorry. Das sind keine DDs in WoD. Legion, aber auch nur, weil so nicht gebalanced sind. Und ich glaube nicht, dass Blizzard sie balanced. Ich behaupte, Tanks werden OP bleiben. Weil sie es nicht geschissen bekommen. Na komm, den kriegen wir noch, genau. Und da haben wir gewonnen. Wow. Ordentliche Partie. Da ging's zu sagen, ich hätte nicht gedacht, dass man das noch gewinnen. Also, dass man es generell gewinnen. Aber gut, okay, man soll nicht gleich die Flint ins Korn werfen. Was ja so viele nach ein paar Minütchen schon machen. Ja, okay, gut. Dann, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare auf Twitter oder Facebook. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.